Also, vielen Dank, Lia, für das Klavierstück. Wer hat da vorher aufgepasst bei dem Puppenspiel? Mich würde tatsächlich interessieren, was denn in dem Brief drin ist, den der Arnold dem Mia gegeben hat. Sollen wir da mal vielleicht reinspicken? Ja? Guck mal, ob ich ihn hier vielleicht im Mäppchen finde. Ich habe ihn gefunden. Ich guck mal, was da drin ist. Hat jemand eine Vermutung, was das sein könnte? Ruft mal rein. Geld? Ein Spickzettel? Mutig und stark? Komisch. Das soll helfen. Aber mal schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das braucht, mutig und stark zu sein. Wir haben Klavierspieler hier gehabt. So junge Menschen, die sich getraut haben, hier auf der Bühne vor euch allen zu spielen. Waren die mutig? Und die Kinder vom Kinderchor, die hier gesungen haben, waren die mutig? Ja. Okay, dann kann ich mir ja auch meine Gedanken sparen. Ihr seid ja alle mutig und auch mutig dann für die Schule, oder? Ja. Weiß denn jemand, was Mut ist? Ja. Was ist Mut? Leo? Dass man mit Mut im Kindergarten geht. Für den Kindergarten muss man auch Mut haben, da hast du recht. Und wie noch? Mut ist eigentlich etwas, das man macht, wo man vielleicht ein bisschen Angst davor hat. Man traut sich aber, so über seinen Schatten zu springen. Und dann wagt man etwas. Und ich habe heute vor, eine Mutprobe mit euch zu machen. Mit irgendjemandem. Ich muss mal kurz was richten. Ich habe hier einen Pool. Der Sommer ist zwar fast vorbei, aber gestern war es doch ein bisschen warm. Ich habe ein Handtuch. Vielleicht weiß schon einer, was ich vorhab. So, dann brauchen wir nur noch einen Eimer mit Inhalt. Also, wer ist mutig von euch hier nach vorne zu kommen? Vielleicht jemand, der in die erste Klasse kommt. Ist jemand von den Einschulkindern mutig? Der Joni, natürlich, komm mal her. Ein Applaus für den Joni, der ist aber mutig. So. Geh mal hier in den Pool rein. Ich weiß nicht, mit Schuhen, vielleicht Badelatschen wären vielleicht besser, aber das macht nicht. Ich mach schon mal das Handtuch, ja? Du kannst mal auch zu denen gucken und dann. Bist du bereit? Ja. Jawohl, das war mal mega mutig. Danke dir. Also du kannst auf jeden Fall schon mal in die Schule gehen. Soll mal ein bisschen abstauben. Das sieht aus, als ob du gefeiert hast. Das ist auf jeden Fall gehört das ein Haufen Mut dazu, hier vorne zu stehen. Also ich könnte das nicht. Ich wäre nicht mutig genug, hier vorne zu stehen und zu singen. Das ist absolut nicht meins. Und ich glaube, das wollt ihr auch gar nicht hören. Aber manchmal brauchen wir vielleicht doch Mut. Wie Leo sagt, im Kindergarten, für die Schule. Oder wenn es vielleicht mal darum geht, in den dunklen Keller zu gehen. Und vielleicht irgendwas aus dem Keller zu holen. Wir haben zum Glück keinen Keller. Aber vielleicht aber auch vor einer Spinne im Bad, wenn die da ist. Oder manchmal auch vor einfach irgendetwas, was Neues, Ungewohntes auf uns zukommt. Und wir wissen gar nicht, wie wird das passieren? Was kommt auf mich zu? Joni, mit was hast du gerechnet? Was kommt jetzt? Hätte ich doch nehmen sollen, Wasser, gell? Man weiß gar nicht, aber man lässt sich darauf ein, sagt, das ist eine Mutprobe, ich mach das. Und wer sich unsicher ist, ob alles klappt oder ob wir es schaffen sollen, da brauchen wir Mut. Und heute
stehen die Kinder im Mittelpunkt, besonders auch die, die in die erste Klasse gehen. Für die beginnt was ganz Neues. Ein neuer Abschnitt, ein neues Abenteuer, etwas Unbekanntes. Und wenn du dazu gehörst, hast du dir bestimmt schon einige Gedanken gemacht. Wie wird das in der Schule sein? Vielleicht hast du dich auch bestimmt eher darauf gefreut, weil du ein paar Kinder kennst, die aus dem Kindergarten dahin kommen. Du willst was lernen, Mathe, Deutsch, was gibt es noch im Kindergarten? Habe ich alles schon vergessen. Und du hast richtig Lust, was zu malen, zu lernen, richtig. Aber vielleicht machst du dir auch Sorgen. Werde ich den Weg überhaupt in die Schule finden? Wie wird meine Lehrerin sein? Der Noah kennt eine Frau Lehrerin Knüppelkuh, die mag er gar nicht. Und wie wird das sein? Vielleicht ist doch mein bester Freund noch im Kindergarten und kommt gar nicht. Und du hast Angst, vielleicht wirst du nicht gleich alles mitbekommen, was in der Schule kommt. Du wirst die Aufgaben nicht schaffen und dass die Lehrer streng sind. Und da brauchen wir Mut. Ich will euch eine Geschichte erzählen, vielleicht macht die euch auch ein bisschen Mut. Und zwar von einem Mann, der hieß Josua. Es ist eine Geschichte, die in der Bibel steht, in dem Buch Josua. Und bei dem war auch was. Der wurde nicht eingeschult, der war schon erwachsen. Aber er hatte richtig Bammel gehabt. Er hatte schon richtig Angst vor der Aufgabe, die auf ihn zukommt. Er hat das Volk Israel, vielleicht kennt ihr mal die Geschichte, durch die Wüste geführt. In der Wüste, wer war schon mal vor euch in der Wüste? Da ist es einfach heiß, trocken, man hat immer Durst. Und dann steht er da vor einem neuen Land. Und Gott hat gesagt, ihr könnt in dieses neue Land kommen. Alles grün, da fließt ein Fluss durch, Früchte, schattenspendende Bäume, alles da. Aber der freut sich schon richtig drauf, weil dann macht er sich Gedanken, wie wird das dort sein? Und er ist ja nicht alleine. Er hat Hunderttausende von Menschen, die er begleitet und führt und er muss sie in das Land bringen. Werden die Leute, die im Land sind, die freundlich annehmen? Werden sie willkommen heißen? Oder werden die eher sagen, ey, was wollt ihr hier? Und so hat er sich zwar gefreut, aber doch Angst gehabt, wie wir vielleicht uns auf irgendwas freuen, aber wissen nicht, wie wird das, wie werden wir das schaffen. Gott hat ihm gesagt, das werdet ihr. Und wisst ihr was? Er steht so an diesem Fluss, der heißt Jordan, und da macht er sich halt Gedanken, wie soll er das schaffen? Gott hat ihm versprochen, diese Heimat zu geben. Aber das war nicht nur eine kleine Mutprobe für Josua. Hunderttausende von Menschen mit Vieh sollte in das neue Land bringen. Und eigentlich würde man heute sagen, er hatte richtig Schiss vor dieser Aufgabe. Und Gott hat gesehen, oh, der Josua, der denkt, der muss das alles alleine machen, der muss das alles alleine schaffen. Aber war das so? Und Gott hat ihm gesagt, Josua, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifel nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und heute soll es darum gehen, wir sollen mutig und stark sein, denn Gott ist bei uns. Wir können alles abgeben, er wird uns führen. Aber, da wird sich einer fragen, wer ist eigentlich dieser Gott? Kann er das halten, was er mir verspricht? Kann er sagen, ja, ich bin bei dir? Geht das überhaupt? Ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt jemanden, wenn jemand Angst hat, sage ich, ja, kein Problem, das wird schon... Und selbst ein bisschen Schisser würde mir eher nicht so glauben, oder? Ist nicht so. Vielleicht wenn Superman vorbeikommt und sagt, ich bin da, ich helfe dir, ist vielleicht eher, aber Superman gibt es gar nicht. Aber wer ist dieser Gott? Dieser Gott hat Himmel und Erde und das ganze Universum geschaffen. Er hat alles gemacht. Er hat die Berge, das Meer, die Tiere, die Fische gemacht. Und er kann sagen, ja, ich verstehe dich, dass du Angst hast, aber ich helfe dir dadurch. Und manchmal stehen wir auch so vor diesen Herausforderungen. Wir dürfen Gott wissen, Gott ist da. Er versteht uns auch Menschen und Kinder, denn wisst ihr was? Gott ist auch Mensch geworden. Er ist ein Kind geworden und wusste, dass wir Hilfe brauchen, dass wir manchmal Angst haben und weiß genau, dass wir manchmal mutlos sind, schwach und vielleicht verloren sind. Deshalb sagt er, komm, nimm meine Hand. Mit mir kannst du stark und mutig sein. Er weiß, wie wir uns fühlen und er streckt uns die Hand aus, auch euch. Sagt, wenn ihr mal Angst habt, kommt zu mir, ich helfe euch. Und das wusste der Josua. Er sagt, okay, Gott hat mir gesagt, der ist bei mir. Bloß dann steht er an diesem Fluss
und denkt sich, wie kommen wir eigentlich über diesen Fluss? Um in das neue Land zu kommen, war ein riesiger Fluss. Und da gab es noch keine Brücken, da gab es nichts. Was sollte er dann machen? Vielleicht kamen da irgendwelche Ideen, ja, wir können ja einfach rüberschwimmen, wir bauen uns Boote. Gott hat gesagt, nein, geht ins Wasser. Und welcher würde das dann machen? Okay, da ist vielleicht eine Flut. Aber Josua hat gesagt, okay, was sollte er denn nun tun? Soll er auf Gott hören? Und manchmal stehen wir vielleicht auch so vor Herausforderungen, so ein Fluss bei uns, wie jetzt bei den, die in die erste Klasse kommen. Werde ich das alles schaffen? Werde ich es lernen können, was 1 plus 2 ist? Oder für die, die in die fünfte Klasse kommen, wie, werde ich mit dem Bus fahren können, mit dem Zug? Wie wird die neue Klasse sein? Werde ich mich mit allen verstehen? Und so können wir auch sagen, ja, wir haben vielleicht ein bisschen Bedenken, aber Gott ist da und hilft uns. Und Josua hat gesagt, Gott, ich will dir vertrauen. Er ist in den Fluss reingelaufen und der Fluss hat sich geteilt. Das Wasser war dann weg. Die Sorgen, die Ängste, die er hatte, die waren plötzlich nicht mehr da. Die konnten alle, das ganze Volk, die Hunderttausende von Menschen, mit trockenem Fuß durchlaufen. Gott hat nämlich gesagt, vertrau mir. Und er tat es, ist in den Fluss gegangen und so sind sie durchgekommen. Aber kaum sind sie durch den Fluss durch. Wer kennt die Geschichte, was kam dann? Da standen die vor einer riesigen Mauer. Wie sollten die jetzt da durch? Und es ist auch oft, oh, kaum haben wir die erste Klasse geschafft, kommt schon die zweite, dritte, vierte, dann die fünfte und so geht es weiter oder kaum sind wir eingeschult, dann überlegen wir, oh, die Klassenkameraden, mit denen verstehe ich mich vielleicht aber gar nicht. Die ärgern mich, neue Schulfächer, werde ich sie überhaupt hinbekommen? Und schon hat man wieder ein bisschen Bammel, Angst. Aber wir sollen nicht vergessen, Gott sieht es, er sieht, dass wir vielleicht ein bisschen Angst haben und kann uns da auch helfen. Wir müssen einfach auf ihn hören. Manchmal klingt das ein bisschen vielleicht komisch oder wir verstehen es nicht ganz, was Gott uns sagen will. So war es auch beim Josua. Er hat gesagt, ihr müsst einfach um die Mauer drum herum laufen. Dann bestimmt die Männer dort gedacht, Herr Josua, was sollen wir machen? Vielleicht sollen wir rüberklettern, die einreißen, vielleicht gegen die Mauer kämpfen. Nein, wir vertrauen Gott, wir laufen um die Mauer. Und so sind alle Männer um die Mauer gelaufen. Sie haben auf Gott gehört und was ist dann passiert? Die Mauer ist eingekracht und sie mussten nichts machen, außer drum herumlaufen, auf Gott hören, waren gehorsam bei dem, was er gesagt hat. Und so hat Gott ihnen auch da den Weg freigemacht. Du kannst mutig und stark sein. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem, was vor dir ist. Gott geht mit dir. Gott sagt zu dir, hab keine Angst, jetzt, wenn die Schule losgeht. Ich weiß, alles ist neu und du weißt noch nicht so richtig, wie es werden wird. Aber ich, dein Gott, bin da. Die Dinge, die dir Sorgen bereiten, vor denen du Angst hast, sind auch da. Aber ich bin größer und stärker. Alles, was dir Angst macht. Gemeinsam können wir uns allen Herausforderungen stellen. Dieser Gott, der uns kennt, der alles geschaffen hat, sagt, du musst keine Angst haben, ich bin bei dir. Und ich habe es ja schon festgestellt, ihr seid ja eigentlich alle mutig und super stark. Ihr singt hier, ihr spielt Klavier, aber ihr könnt euch später trotzdem was mitnehmen. Und zwar diesen Brief, den gibt es auch vorne, den könnt ihr in euer Schulmäppchen legen. Falls ihr doch vielleicht von der Prüfung, gab in der ersten Klasse schon Prüfungen, Tests, oder irgendwas kommt oder jemand euch nicht hat, dann könnt ihr aufmachen und gucken, sei mutig und stark. Und hinten dran ist auch noch ein Vers, und wenn ihr lesen könnt, irgendwann mal könnt ihr den auch auswendig lernen. Und dann soll euch das Mut und Kraft schenken. Aber ihr dürft das auch gerne an jemanden verschenken, wenn ihr seht, oh, der hat aber auch ganz schön Bammel, der hat Angst. Dann könnt ihr ihm sagen, hier, ich habe was für dich. Du kannst mutig und stark sein. Es gibt jemanden, der dich kennt, der auf dich aufpasst und er sagt, ich helfe dir. Also könnt ihr gerne später mitnehmen. Ich gebe euch das mit. Aber bevor ich zum Schluss komme, will ich euch noch was verraten. Meint ihr, die Erwachsenen haben auch Angst? Echt? Müssen die auch manchmal mutig sein? Ich glaube auch, dass sie manchmal ganz schön Angst haben. Bestimmt auch mehr als ihr. Ich weiß nicht, wer von denen jetzt hier singen würde. Also ich ja schon mal nicht.
Die müssen auch mutig und stark sein. Für die ist es aber oft gar nicht so leicht. Wisst ihr warum? Weil die alle super stark sind und denken, ich bin super stark, ich bin super schlau, ich kann alles alleine machen. Ich brauche keine Hilfe. Und das ist vielleicht nicht immer so. Und dann denken die sich, ja, ich kann das alles selbst schaffen und wollen sich eigentlich auch gar nicht helfen lassen. Die sagen, nee, ich brauche keine Hilfe, ich kann das. Aber die stehen auch manchmal vor Entscheidungen, die sie oft treffen müssen, die oft gar nicht so leicht sind. Sie stehen oft vor Prüfungen, wo sie auch nicht wissen, wie wird das. Oder wollen was Neues wagen, ausprobieren, aber wissen auch nicht, wie das wird. So brauchen wir alle eigentlich auch jemanden, der sagt, okay, du willst es wagen, aber vertrau mir und ich zeig's dir den Weg. Und was auch manchmal ganz schwer ist, sich entschuldigen, ist manchmal gar nicht so leicht. Da brauchen wir auch manchmal Mut. Oder wenn wir zugeben müssen, dass man was falsch gemacht hat, das braucht auch ganz viel Mut. Und wisst ihr, wer noch am meisten Angst hat? Die Mütter. Die Mütter müssen mutig sein, wenn sie euch manchmal alleine in die Schule schicken. Die gucken dann nochmal, kommt ihr auch wirklich aus der Haustür raus? Und ich glaube, die haben auch Angst. Es gehört auch sehr viel Mut dazu, zu sagen, Gott, hilf mir. Zu sagen, ich schaffe es nicht alleine, ich kann es nicht weiter, ich brauche Hilfe. Hilfe bei Entscheidungen, Hilfe bei Prüfungen. Sich auf diesen Gott einzulassen und von ihm helfen zu lassen, braucht auch viel Mut. Man weiß nicht, was kommt, aber es wird gut. Lasst uns einfach daran denken, dass Gott uns dazu ermutigt, mutig und stark zu sein. In Zeiten der Prüfungen, Unsicherheit wollen wir auf seine Verheißungen vertrauen. Und uns von seinem Geist leiten lassen, seien wir bereit, uns den Herausforderungen des Lebens mit Zuversicht und dem Glauben zu stellen. Denn durch Gott können wir alles überwinden. Möge Gottes Segen auf uns ruhen, während wir mutig und stark voranschreiten. Amen. So, jetzt habe ich viel über Mut und stark gesprochen. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein paar mutige Schulexperten. Und die darf ich jetzt mal nach vorne bitten. Und zwar haben die was vorbereitet. Die haben den Einschulungskindern was Tolles vorbereitet und für die was mitzugeben. Und jetzt dürft ihr nach vorne.